Ich versuche auf meinem Vlog immer Themen zu behandeln, die mein Leben direkt betreffen. Oder aber auch das Leben im Allgemeinen. Nun, bei meinem heutigen Vlog werden wir gemeinsam herausfinden, ob es mein Leben direkt betrifft. Aber ich weiß garantiert, dass es das Leben allgemein betrifft. Nämlich Schwerhörigkeit. Man braucht keine großen Statistiken, die von schlauen Menschen zusammengetragen wurden, zu Rate ziehen, um zu sehen, dass Schwerhörigkeit gesamtgesellschaftlich ein Thema ist. Man muss einfach nur durch die großen Städte dieser Welt marschieren und dabei darauf achten, welche Geschäfte einem begegnen. Denn Schwerhörigkeit ist so weit verbreitet, dass es Geschäfte gibt, die sich nur mit dem beschäftigen. Und eines davon ist das hinter mir. Und warum ich da reingehe, ist nicht, weil ich denke, dass ich schlecht höre. Nein, mir ist aufgefallen, dass dieses Geschäft voriges Jahr irgendwann auf einmal barrierefrei wurde. Wir haben die Stufen weggemacht und durch eine Rampe ersetzt. Und da dachte ich mir, das muss ich mir anschauen und auch nachfragen, wieso und warum. Und bei der Gelegenheit habt ihr schon mal einen Hörtest gemacht, ich nicht. Also probiere ich's aus. Und ihr könnt jetzt mitgehen. Mabache TV. Gut, wir werden zuerst einen Blick in die Ohren werfen. Mal schauen, ob das mit den Ohren alles in Ordnung ist. Naja, das schaut gut aus. Wunderbar. Ich hab den einmal geputzt. Das passt schon. Ja, da ist ein bisschen was drinnen, aber das ist jetzt für einen Hörtest normalerweise nicht irgendwie. Ist das schmutzig oder? Ja, ein bisschen Aromen ist drinnen, aber das was? Ein Ohrenschmalz ein bisschen, aber ein bisschen weiter hinten. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das Hörvermögen irgendwie jetzt negativ beeinträchtigt. Man was ist jetzt Ihrer professionellen Meinung die beste Art, Ohren zu putzen? Weil die Ohren sagen, Wattestäbchen sind scheiße. Nein, Wattestäbchen sollte man das auf jeden Fall ja nicht machen. Man schiebt sich das Ohrenschmalz immer noch weiter rein im Prinzip und kriegt es dann noch schlechter raus. Das Beste ist einfach, einerseits mit warmem Wasser das ein bisschen auszuspülen oder sonst alle paar Jahre mal zum HNO-Arzt zu schauen und das dort professionell reinigen zu lassen. Echt? Das geht auf Kassenleistung und das, ja. Also Hörgeräteträger müssen das zum Beispiel bis zu alle halben Jahre mal machen, weil das durch das, dass man einen Fremdkörper im Ohr hat, einfach als Schutzfunktion mehr von dem Ohrenschmalz von Zerumen produziert wird und dadurch ist das halt öfter notwendig, das reinigen zu lassen. Okay. Gut, wir beginnen jetzt mit dem Hörtest. Es geht darum, wir ermitteln die Hörschwelle, also wann sie anfangen, die Töne zu hören. Das sind Sinus. So wie die Hunde oder so. Genau. Okay. Das sind Sinustöne, die sie da hören. Ja. Fängt mit einem Piepen an, das immer höher wird und das wird dann im weiteren Verlauf zum Brummen, wenn wir die tieferen Frequenzen messen. Sobald sie das erste Mal ganz leise wahrnehmen, bitte mir ein Zeichen geben. Sagen oder Bescheid geben. Wenn es ganz leise, also gerade und gerade zu hören ist, dann bitte mir Bescheid geben. Das ist dann quasi die Hörschwelle, die wir da ermitteln. Okay. Wir werden mit der rechten Seite beginnen. Gibt es ihrerseits irgendein Ohr, wo Sie gefühlsmäßig sagen, das ist besser, auf dem höre ich besser, oder ist das relativ, kann man nicht sagen? Nein, aber ja, eigentlich nicht. Dann machen wir beginnen wir mit der rechten Seite. So. Das ein bisschen größer machen. Ja, das passt schon. Lass uns das rück. Danke. Gut, gut. Gut. Wow. Bisschen schwer. Wir machen jetzt noch einen kurzen Sprachverständlichkeitstest. Ich spiele Ihnen auf jeder Seite einen Sprachverständlichkeitstest. Sie bekommen auf jeder Seite, ich spiele Ihnen Wörter vor, einsilbige Wörter, vollkommen zusammenhanglose Wörter. Einfach versuchen, das so gut es geht nachzusprechen. Ist relativ leise von der Sprache, aber das werden wir schon hinkriegen. Luft. Puh. Warm, kann man. Schild. Schwung. Sehr gut. Aber das war jetzt schön laut. Also. Ja, das
das ist so die normale Sprachlautstärke, 65 Dezibel sind aber das. Das vorige? Vorher war es auf 30er, das war die Hälfte. Das war einfach nur zum Schauen, ob da schon da was. Da habe ich nichts verstanden, oder? Doch, doch, auch ein paar. Okay. So, links machen wir das auch nochmal. Schmerz. Game of Thrones, Rom. Eis. Funk. Pech. Gut, das war's schon. Dürfen wir das abnehmen? Test erfolgreich bestanden. Aber ein paar Worte habe ich nicht verstanden, oder? Das ist ganz normal. Also, solange das Sprachverstehen zwischen 80 und 100% liegt, das spricht man eigentlich von. Was habe ich geschafft? Ja, 85 und 90. Also, alles im grünen Bereich. Okay. Wenn ich Ihnen das Audiogramm kurz erklären darf, wenn es Sie interessiert. Ja. Einmal auf der roten Seite. Siehst du das gut? Die rechte Seite. Okay. Also rot rechts, blau ist die linke Seite. Brille. Das durchschnittliche Hörvermögen von einem jungen Guthörenden, sagt man, liegt ca. bei 0 Dezibel. Ja. Alles, was im Bereich zwischen 0 und 20 Dezibel ist, wo man beginnt, die Töne zu hören, gilt als der Guthörende, der normale Bereich. Das heißt, auf der Achse haben wir die Lautstärke von 0 bis 120 Dezibel, wird in der Hörakustik gemessen. Tonhöhe von 125 bis 8000 Hertz. Okay. Normal ist das Hörvermögen noch weitaus höher, bis 16.000, ist aber jetzt für das Sprachverständnis nicht unbedingt relevant. Also deswegen reicht es, wenn man bei uns bis daher misst. Tiefton, Mittelton, Hochtonbereich. Rechte Seite ein bisschen besser wie die linke Seite. Was jetzt nicht unbedingt viel heißen muss. Das liegt auf jeden Fall alles im Bereich zwischen 0 und 20 beim rechten. Ein paar Punkte sind halt ein bisschen runter. Das ist aber grundsätzlich bei jedem normal, dass das bei manchen Frequenzen ein bisschen schwankend ist. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber das rechte, das linke ist so ein bisschen drunter schlecht. Von der Hörschwelle. Ja, schlecht ist es auch bei weitem noch nicht. Also das ist, ich sag, rechts ist eine Spur besser. Ja. Okay. Man merkt das dann auch beim Sprachverstehen. Also bei normaler Lautstärke, 65 Dezibel, ist das Sprachverstehen eigentlich sehr gut. Das ist über 80%. Das heißt, eigentlich alles so, wie es sich gehört. Und die Hörgeräte an sich? Da gibt es ja so unterschiedliche, genau, die eleganten, die man nicht sieht. Richtig, also es gibt grundsätzlich Klocker über die Ohren. Genau, also es gibt eine tarifliche Grundversorgung. Die Krankenkasse sagt, also es ist, steht jedem zu, dass er eine Verbesserung bekommt, die kostenlos ist. Das heißt, es gibt für jeden ein Hörgerät zum Nulltarif im Prinzip. Es muss halt eine bestimmte Indikation vorhanden sein für die Krankenkasse. Das heißt, das kann man dann anhand. Dafür darf man es da sein. Genau. Es gibt sowohl die Hintermorgeräte, ist auch die im Ohr, also man sieht das da, man kann sich das da gerne mal anschauen. Das ist da so die eine Auswahl an. Also das gibt es von ganz klein bis relativ groß. Ist auch immer abhängig, wie stark das Hörvermögen beeinträchtigt ist. Achso, das sind die ganz dicker. Genau, also da wird zum Beispiel ein Negativabdruck vom Gehörgang gemacht, Abformung, und das Labor fertigt dann anhand von dieser Abformung das passende. Okay, aber man sieht dann schon, dass das dazu ist, oder? Ja, so wie bei den Musikern. Aber ist das dann nicht so weit? Das ist noch kleiner. Also das ist die kleiner. Kleinsten kann man schon fast in der Größe, Fingernagel, sage ich mal, ach kann man so. Das fertigen. Ja? Also das ist schon das sehr heißt, wichtig. Das steckt dann so weit rein? Genau, da hat man dann nur so ein kleines Schnürl, ein Rückholfaden. So wie bei den Agentendinger. Genau, so ist das. Ja. Okay, und das kann dasselbe, wie so groß ist? Man kann halt, ja, dasselbe grundsätzlich schon. Also das hat dann meistens ein Automatikprogramm. Bei den Großen kann man dann zum Beispiel auch selber mit den Knöpfen die Lautstärke regeln oder die Programme wechseln. Und bei dem Ding brauche ich gar extra Empfanggerät mehr anstecken? Gar nichts. Was ist es? Das so ist ein Computerchip, ein Minichip, der da drinnen ist, der den Schall aufnimmt, dementsprechend verstärkt und dann ans Ohr wieder so passend, wie es sein sollte, wieder weitergibt. Ja, die Technik hat sich sehr gut weiterentwickelt die letzten Jahre. Gott und warum kann man mit dem dann noch nicht telefonieren? Kann man schon? Ja, doch, doch. Man muss das Telefon halt noch ein bisschen Nein, vom Ohr weg. Dass das Ding nicht gleich das eingebaut hat. Also, naja, es gibt die Möglichkeit bei diesen größeren Geräten, man braucht halt eine Bluetooth-Empfangsspule oder einen Empfang. Okay. Also, man kann schon mit diversen Zubehör zum Beispiel, also das Telefongespräch in das Hörgerät übertragen oder auch Musik zum Beispiel. Also, diese Möglichkeiten der Audioanbindung in das Hörgerät selber ist auch möglich mit den guten modernen Geräten. Cool. Und ja, bei der Auswahl ist halt dann wichtig, was derjenige macht. Jemand, der jetzt zum Beispiel großteils zu Hause ist, der braucht jetzt kein teures und kein gutes Hörgerät. Die Unterschiede in den Preisklassen sind einfach die technischen Möglichkeiten, die Geräte bieten. Lärmunterdrückung, Sprachhervorhebung und so weiter. Also da kann man relativ viel machen.
sind alle schon auf Induktionsschleifen? Die oder muss man das extra dazu sagen? Die Hintermoorgeräte haben grundsätzlich die meisten Induktionsspule drinnen. Die meisten, aber eigentlich müssten es alle haben, oder? Gesetzlich nicht unbedingt. Ne? Also das Krankenkassengerät hat er nicht drinnen, das ist vom Gesetz her so vorgeschrieben, die Tarifversorgung. Okay. Wenn jetzt jemand sagt, das ist mir zu groß, ich möchte lieber was Kleineres haben, muss man halt auf diverse Bauteile verzichten, so wie die Telefonspule zum Beispiel, und dann hat man halt dafür ein schlankeres Design, aber halt nicht die Möglichkeit mit der Induktion. Okay. Das sind so die. Also ist oft eine kosmetische Frage auch, oft die da sehr große Rolle spielt bei vielen Kunden. Okay. Ihr habt die Stiegen weggemacht am Eingang. Gott sei Dank, endlich, ja. Wann war das? Das war im Zuge des Umbaus. Der Umbau war letztes Jahr, im Sommer haben sie begonnen, mit das ganze Geschäft zu renovieren. Und im Zuge dessen ist auch das Ganze Gott sei Dank endlich gemacht worden. Ist das jetzt für euch hier oder ist das jetzt mal Rot Policy? Nein, es wird schon versucht, überall wo es möglich ist, einen rollstuhlgerechten Eingang zu. Ist das eigene Raum oder ist das schon Kette? Nein, das ist ein eigenes Familienunternehmen. Ich sage einmal danke. Nicht zu danken, hat mich gefreut. Und ich auch. Ja, wir hören und sehen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und euch sage ich noch, wir sind alle glücklich. Ich höre gut. Das ist immer hervorragend. Neurot wird barrierefrei. Das heißt, wenn ihr da draußen einmal einen Hörtest machen wollt, checkt euch eine barrierefreie Neurot-Filiale, sagt ihr mir, habt es gut gemacht, dass das barrierefrei ist. Und jetzt schauen wir, wie gut her. Genau. Es tut nichts weh. Und es ist sehr fancy. Piep, 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 piep. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt es rein. Und am Montag nicht vergessen, Montag sitzt einschalten. Bis dann. Ciao.